Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Blitzwolf bzw. auch die Goson-Zwischenstecker, die baugleich mit denen hier sind, eben ganz einfach flashen kannst. Was heißt ganz einfach? Wir drucken uns hierfür einen Adapter, weil du weißt schon aus den anderen Videos von mir, kann ich dir hier auch nochmal verlinken, falls du das noch nicht weißt, wie man so ein ESP8266 grundsätzlich flasht. Wir brauchen hier einfach nur RX, TX, 3,3 Volt, Ground und GPIO 0. Naja, und die Pins sind hier eben alle auf der Platine verfügbar. Allerdings kann man da nichts auflöten und wenn man da irgendwie rumhantiert, dann rutscht man immer von den Pads wieder ab. Und deswegen habe ich jetzt hier eben so einen Adapter gedruckt. Da sind so Federstifte drauf und mit diesem Adapter kann man ganz einfach eben diesen Blitzwolf flashen. Das heißt, der wird da aufgesteckt, vorher wird das hier abgeschraubt. Geht aber ganz einfach. Wie genau das geht, zeige ich dir hier in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß. Schauen wir uns den Zwischenstecker als erstes mal ein bisschen genauer an. Ja, auf den ersten Blick wirst du vielleicht sofort sagen, der sieht ja genauso aus wie die Fibaro-Zwischenstecker. Stimmt auch, aber drin steckt natürlich was ganz anderes. Nur optisch ist das Ganze eben sehr, sehr ähnlich. Die hier sind eben im WLAN direkt und für die Fibaro-Zwischenstecker brauchen wir eben ein Z-Wave-Interface. Und diese hier sind eben mehr vergleichbar mit den Shelly Plug S zum Beispiel oder eben baugleich, soweit ich weiß, mit den Goson-Zwischensteckern mit Leistungsmessung. Da einfach mal genau schauen. Ich glaube, wie gesagt, alles, was ich hier zeige, müsste mit den Goson-Zwischensteckern genauso gehen. Ja, wir können das hier mal ein bisschen drehen. Hier unten ist noch ein bisschen was aufgedruckt. Maximal 10 Ampere ist jetzt hier nichts Besonderes. Ja, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal, weil da ist ein ganz normaler ESP8266 verbaut, wie schon gesagt. Dafür haben wir auf der Rückseite hier eine kleine Schraube. Die sieht man vielleicht da ganz hinten. Da müssen wir mit einem Schraubendreher rein und eben diese Schraube lösen. Das mache ich jetzt einfach mal und dann können wir den vorderen Teil hier schon rausziehen. Das heißt, hier gehe ich einfach rein und ja, der passt jetzt hier nicht ganz so, muss ich ein bisschen drücken und dann kann ich hier hinten diese Schraube eben losdrehen. So, und das war es auch schon und dann kann ich hier den vorderen Teil eben abziehen. So sieht das Ganze von innen aus. Was als erstes auffällt ist, dass hier so ein Stück kneteartiges Zeug reingeklebt ist, wahrscheinlich um den Kontakt zu verhindern. Ja, und dann sehen wir hier den ganz normalen ESP8266 mit einer externen Antenne, die hier so von innen in das Gehäuse geklebt ist, ja, damit wir eben optimalen Empfang dann eben haben. Ja, und wenn du die anderen Videos gesehen hast von mir, dann weißt du, alles was wir brauchen, um so ein ESP zu flashen, ist eben hier 3,3 Volt, dann eben Ground, GPIO 0, TX und RX. Naja, und du siehst ja, alle Pins haben wir hier. Allerdings können wir da nichts auflöten, weil dann würde eben der Deckel nicht mehr drauf passen. Und einfach nur da jetzt locker irgendwelche Header-Pins oder Stifte drauf zu halten, ist ein bisschen anstrengend. Da verliert man garantiert den Kontakt. Ja, und dafür gibt es eben ein 3D-Druckobjekt von Thingiverse. Das kann ich auch gerne unten verlinken. Das habe ich schon ausgedruckt und damit drucken wir uns jetzt quasi so einen Flash-Adapter hier. Ja, aber das zeige ich dir jetzt. Ja, das hier ist jetzt also der Flash-Adapter, den ich von Thingiverse runtergeladen habe und gedruckt habe. Ja, und der hat hier eben so Führungen und hat dann an den Seiten eben so, ja, so Pogo-Pins. Ich weiß gar nicht genau, wie die auf Deutsch heißen, so Feder-Pins eben. Wenn ich die reindrücke, dann geben die nach, die federn eben so und drücken dann eben von oben auf diese Kontaktflächen, die wir eben gesehen haben. Ja, und so kann ich eben sehr zuverlässig eine Verbindung herstellen, wenn ich das Ganze eben flashen möchte. Ja, und auf der Rückseite hier, da sehen wir, da habe ich das Ganze dann einfach hier auf so eine Stiftleiste gelötet. Ganz normal hier, das Modell gibt das eben schon so vor. Hier kann ich jetzt wieder ganz normal mein FTDI anschließen. Ja, und so das Ganze dann eben ganz einfach hier mit anderer Software flashen, ohne dass ich eben in den Blitzwolf-Zwischenstecker hier irgendwie Sachen reinlöten muss oder mir den anders irgendwie versaue. Und gerade wenn ich mehrere von diesen Zwischensteckern flashen möchte, dann hilft mir der Adapter und macht das Ganze eben viel, viel schneller. Ja, hier müssen wir jetzt noch einen Deckel drauf packen, den habe ich auch schon gedruckt, damit wenn ich von unten dagegen drücke, gegen die Stiftleisten, dass die eben nicht hochgehen hier und nachgeben. Aber das schrauben wir jetzt eben zusammen. So, das Ganze habe ich hier drauf geschraubt. So sieht das jetzt fertig aus. Hier können wir jetzt eben ganz normal einen FTDI oder CP2102 anschließen. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze eben auch da reinpasst und ob wir dann eben neue Firmware flashen können. So, wichtig ist, dass hier unten diese Kontakte, dass die eben frei sind und hier gerade diese Antenne, dass die nicht im Weg rumliegt, die einfach ein bisschen an die Wand drücken. Ja, und dann das Ganze einfach richtig rum hier drauf stecken und der Rest sollte eben automatisch hier in die Führung greifen. Ich gucke einfach mal. Ja, und das fühlt sich doch gut an.
So sieht das Ganze jetzt eben aus. Und hier haben wir jetzt unsere Header-Pins, um das Ganze zu flashen. Und da machen wir jetzt natürlich wie immer hier Tasmota drauf. Das habe ich aber schon so oft gezeigt, das würde ich jetzt hier nicht nochmal zeigen. Wie gesagt, einfach das Video dazu anschauen. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ganz links habe ich jetzt hier eben 3,3 Volt, ganz rechts Ground. Kommt natürlich darauf an, wie man das zusammenlötet. GPIO 0 habe ich hier auch mit auf Ground gezogen, damit er eben in den Programming Mode geht hier direkt. Ja, und dann hier RX und TX eben gekreuzt angeschlossen. Steht aber alles auf der Platine hier. Da einfach nur schauen, dass man die richtigen Pins hier mit dem FTDI verbindet. Ansonsten einfach ein bisschen rumprobieren. Hier, so ist es für mich jetzt richtig. Ich packe das an den Rechner. Ja, und dann flashen wir hier das Motor. Ich entscheide mich wie immer hier für Tasmota, damit eben alle meine Geräte mit der gleichen Firmware ausgerollt werden. Selbstverständlich kannst du auch ESP Easy, ES Purna, was auch immer es alles gibt, eben hier auf dem gleichen Weg flashen, habe ich aber in einem anderen Video schon gezeigt. Aktuell ist die Version 6.6.0. Ich scroll hier in den Releases runter bis zu den Downloads, lade dann eben die aktuelle Bin-Datei in Deutsch hier herunter, sonoff.de.bin. Ja, und dann flashe ich das mit dem ESP-Tool, habe ich auch schon öfter gezeigt, hier nur ganz kurz. Wie gesagt, für mehr Details schau bitte das andere Video an. Ich verwende wie immer das ESP-Tool, das ist ein Python-Tool, was eben, ja, plattformunabhängig ist, auf Mac, Windows, Linux, überall genau gleichermaßen läuft. Wenn denn der richtige Treiber für deinen CP21-02 oder FTDI installiert ist, ich rufe einfach auf esptool.py, dann eben den Port zu dem USB-to-Serial-Adapter mit Write Flash, dann eben von Anfang an und dann die Bin-Datei, also der Pfad dorthin. Einmal Enter gedrückt und schon wird das Ganze hochgeladen. Ist wie immer kinderleicht, ja, aber die Einrichtung von Tasmota zeige ich nun wirklich nicht. Also einfach jetzt den Flash-Adapter wieder rausziehen, in eine Steckdose einstecken, das Ganze, also vorher die Blende und dieses komische Gummiteil da wieder reinmachen. Und ja, dann bekommst du ein neues WLAN, kannst Tasmota wie immer normal konfigurieren und hast dann eben deinen Blitzwolf geflasht. An dieser Stelle kann ich mich bei dir wie immer nur fürs Zusehen bedanken. Ja, du hast gelernt, wie du hier ganz einfach dir einen Adapter selber bauen kannst, um eben solche Zwischenstecker zu flashen. Klar, für nur einen Zwischenstecker lohnt sich das nicht unbedingt, aber wenn man da ein paar mehr von flasht, dann lohnt sich die Arbeit auf jeden Fall. Warum sollte man das machen? Naja, diese Teile hier kosten irgendwie um die 8 Euro oder so, haben eine integrierte Leistungsmessung und man spart eben ohne Ende Geld im Vergleich zu, ja, Fibaro hatte ich angesprochen, auch wenn es eine andere Technologie ist, aber bei den WLAN-Zwischensteckern gibt es vergleichbar eigentlich nur die Shelly Plug S und die kosten eben schon, ich glaube, um die 20 Euro. Naja, und da kriegt man eben schon locker zwei von denen hiervon. Ich verlinke dir die, ich verlinke dir eben auch alle Infos zu dem 3D-Objekt, das ist eben nicht von mir. Vielen Dank für die Arbeit auf jeden Fall, passt hundertprozentig. Die Stiftleisten verlinke ich dir auch, beziehungsweise diese Federstifte und eben dann, ja, alles, was du dafür brauchst, findest du in der Infobox. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Ja, abonniere den Kanal, wenn du noch kein Abonnent sein solltest, dann verpasst du keine weiteren Videos in Zukunft. Viel Spaß hiermit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.